Hallo zusammen, heute geht es in diesem Video um den Kompressor BD350 bzw. auch den 220er. Und zwar haben wir hier zig Steuerungen, die passen hier alle mehr oder weniger nicht zusammen und trotzdem passen sie zusammen. Die aktuellen Modelle ist die Steuerung. Die aktuelle Steuerung ist die 101N0712 und die ist für 24 Volt. Diese Steuerung gibt es mit diesen breiten Steckern. Und früher war die Steuerung, das war die 710 mit diesem Molex-Stecker. Den gibt es jetzt eigentlich nicht mehr, aber jetzt, ja. Der hat hier dazu gepasst, bei dieser Steuerung. Und dann musste ich dieses Kabel noch separat haben, beziehungsweise diesen Stecker. Nur für den 350er war das okay. Für den 220er, 12 Volt, hohe Temperaturen, der zieht dann bis zu 60 Ampere. Da war das relativ knapp. Wir haben dann diese zwei Steuerungen. Die sehen fast gleich aus. Man sieht es hier aber, das ist die 800er und hier die 830. Und der Unterschied ist, hier habe ich direkt einen Thermostaten, den ich schalten kann. Und hier muss ich über den Twin-Controller, sprich das Applikationsmodul, und ihr seht jetzt hier, das ist die Kombination, hier habe ich den Molex-Stecker und hier habe ich die Flachstecker und das muss ich dann kombinieren und wir haben eine Zeit lang solche Kombinationen gebaut, dass ich hier auch den Ventilator vom Kondensator mitsteuern kann. Weil hier auf dem Applikationsmodul habe ich den Ventilator vom Verdampfer und vom Kondensator und eben den Thermostaten. Heute verbauen wir praktisch nur noch das 380er mit dem Hochdruckthermostaten und einem druckgesteuerten Hochdruckthermostaten für den Ventilator. Wichtig ist, habt ihr so einen Molex-Stecker und dann die Verbindung dafür. Das ist mit Molex-Stecker, ohne Molex-Stecker. Wir haben mittlerweile auf einem Typ Kompressor 6 verschiedene Steuerungen. Anders angeschlossen, nicht kompatibel, unterschiedlich zu verwenden. Wenn ihr diese Stecker habt, braucht ihr auch die dementsprechende Zange dazu. Ja, das soll es gewesen sein. Ich verlinke euch unten, weil dieses Video ist nur fachspezifisch, die ganzen Datenblätter, mal schauen, ob ich sie finde, von diesen einzelnen Steuerungen, vom Kabel, auch mit der Artikelnummer und eben den Kompressor. Wir haben die Kompressoren 24 Volt und 12 Volt am Lager, bauen damit auch Aggregate oder sonst irgendwelche Sachen, die halt mehr Leistung brauchen. Wir brauchen diese Kompressoren vor allem bei unseren Transcoolern. Da verlinke ich euch ein Video auf ein Aggregat von den Transcoolern oder auch sonst ein Aggregat. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Komische kleine Kompressoren von Seccob Dampfers. Ich wünsche euch einen schönen Tag.